Nie hätten sie es gedacht, die vorhin gesehene Generation der Großeltern und Urgroßeltern, dass in Saar noch einmal die deutsche Volkstracht angezogen wird, dass dort noch einmal die traditionellen deutschen Lieder erklingen und dass auf deutsche Musik deutsch getanzt wird. Und doch, dieses Wunder ist geschehen. Seine Geschichte begann vor 15 Jahren und seitdem wird dieses Wunder eigentlich immer größer. Das gemeinsame Atmen, das gemeinsame Herzpochen einer ganzen großen Dorfgemeinschaft artikuliert sich in der dieses Jahr 15 Jahre alt gewordenen deutschen Volkstanzgruppe, in der Saar-Tanzgruppe. Saar im Februar. Etwas Schnee auf den Treppen, aber das hindert niemanden an der Jahresgala der Saarer Ungarn-Deutschen Volkstanzgruppe, der Saar-Tanzgruppe, in der örtlichen Sporthalle teilzunehmen. Ein Riesenpublikum. Die Erwachsenen von Saar und vom benachbarten Neudörfel stehen der Tanzgruppe nicht nur mit Rat und Tat bei, sondern haben auch großes Interesse für die Tänze ihrer Kinder und Enkel. Jedes Jahr präsentieren alle Altersgruppen in einer Tanzgala ihr Können in der bis zum Bersten gefüllten Saarer Sporthalle. Letzte Vorbereitungen. Zöpfe werden geflochten, ein Wort noch mit dem Meister und dann ist es soweit. Etwa 170 Tänzer in 7 Altersgruppen marschieren auf das Tanzparkett. Auf der Bühne im Hintergrund das Saarer Musikensemble Gaudi Burm unter der Leitung von Janosch Laub bzw. die Saarer Tanzhauskapelle. Beinahe die ganze Dorfjugend von Saar und Neudörfel steht in deutscher Volkstracht gekleidet vor dem Publikum. Nicht nur die Gala selbst hat Tradition. In den 15 Jahren der Geschichte der Saarer Tanzgruppe sind auch andere Bräuche eingeführt worden. Jedes Jahr werden Tänzerinnen und Tänzer des Jahres gewählt. Viktoria Neudj und Balint Onjol wurden dieses Jahr ausgezeichnet. Die Tänzer bedankten sich auch bei den Meistern, beim Choreografen Josef Wenzel und beim Dirigenten Tomasz Forkosz für ihre Hilfe. Das vierte Mal wurde im Jahre 2013 der Károly-Frees-Preis verliehen. Károly Frees stammte aus einer Saarer schwäbischen Familie und war leitender Journalist des Tagesblattes Népszabadság. Mit großer Hingabe betreute er die jungen Saarer Tänzer während Auslandsreisen und war ein begeisterter Fan der Gruppe. 2008 war er in einem Autounfall tödlich verunglückt. Den Preis, der seinen Namen trägt, hat sein Bruder gestiftet und er wurde von seiner Mutter und seinem Neffen überreicht. Jedes Jahr erhält ihn eine Person, die in der Arbeit für die Saarer Tanzgruppe Besonderes geleistet hat. Im 15. Jubiläumsjahr wurde der Frees-Károly-Preis der Initiatorin der Saarer Ungarn-Deutschen Volkstanzgruppe Maria Schweininger zugesprochen. Die Choreografien für die Kindergruppen stellt Kinga Hasenfratz zusammen. Und wo? Hier in Saar? Nein, in Tarjan. Ach, in Tarjan. Tarjan ist ja hier in der Nähe, nicht? Ja, nicht weit von hier. Wie viele Kilometer? 20 Kilometer. Ich tanze seit 15 Jahren mit der Gruppe. Und das ist mein größtes Erlebnis in meinem Leben, hier zu tanzen. Wie ist das gekommen? Wie alt warst du damals, als es angefangen hat? Ich war 10 Jahre alt, als ich das begonnen habe.
Waren die anderen damals auch so ungefähr 10? War das eine Kindergruppe zu Anfang? Zum Anfang, ja. Eine Kindergruppe. Woher kommt die Choreografie? Also, von meiner Oma. Ja, ich frage sie immer, wie war es früher? Welche Lieder haben sie gesungen? Wie haben sie früher gemacht? Im Publikum ist heute natürlich auch die 86-jährige Oma da. Was war der beste Tanz? Der erste, was wir gemacht haben, alle drei. Das ist der erste, nicht Tanz, das ist der schönste. Ja? Und jetzt haben sie den ungarischen gelernt. Das war auch schön. Das war auch schön. Und wie war es früher da in Saar, wie ihr so jung wart, wie eure Enkelin? Seien die Mädchen viel tanzen gegangen, oder ja, wann war Tanz? Forschung war es in Wirtshaus, nicht? Da war es Tanz. Da waren es zwei Tage in Forschung, in Sonntag und in Mauerdach. Da haben sie Tanz und in Dienstag ist er begraben worden, der Forschung. Da sind Schlangen gegangen und dann haben sie den Forschung begraben, in Dienstag. Und wann war da noch Ball oder so, auf Kirchweih oder sowas? Da war, wann war das früher in Saar? Saar war es am 24. Juni, der Kirchdorf heißt. Da war es in Ostermauerdorf bei, in Pfingstmauerdorf und das Katrine bei. Das war die große Feiertag, ja. Und Musikkapelle waren früher auch viele, oder? Ja, für Weihheit und für Tourweih und für Ungodum. Ein Jahr für Tour. Und die Lieder, was eure Enkelin da gesungen hat, was die Tänzer gesungen haben, habt ihr das? Das ist schon von euch her, ja. Das habt ihr auch gekannt. Ja, die Zeit. Ja? Geleitet wird die Tanzgruppe vom 24-jährigen Peter Schweininger. Er ist Masterstudent der Ötvös-Loránd-Universität in Budapest. Ja, das war eine sehr schwierige Arbeit, wie ich das gehört habe von meiner Mutti. Zuerst wollte ich auch nicht in dieser Tanzgruppe, weil das war mir zu kindisch und es war, muss ich sagen, nach dem ersten Monat eine Liebe, wegen dem Freundeskreis. Wir hatten alles zusammen gemacht. Wir waren nicht nur in dem Rahmen der Tanzgruppe zusammen, sondern überall, außer dem Rahmen der Tanzgruppe auch. Wir hatten eine Fußballmannschaft, wir hatten eine klassenkameradische Freundschaft, weiß ich nicht. Also alles, was in der Hintergrund war, das hat mir sehr, sehr gefallen. Es ist wie ein Traum, diese ganze Geschichte. So viele junge Leute sind hier immer zusammen, dass man zuerst vor 15 Jahren nicht vorstellen konnte. Aber ich denke, unser Geheimnis ist immer die Öffentlichkeit. Öffentlichkeit für alle Jugendlichen, die tanzen wollen und nicht nur schwäbische Jugendlichen, weil hier in einem Dorf, wo einmal die Vertreibung stattgefunden wurde, in so einem Dorf kann man nicht nur natürlich schwäbische Jugendlichen eine Tanzgruppe zu organisieren, sondern für alle. Und deshalb sind wir eine bunte Tanzgruppe und ich denke, die Intelligenz von der Familie, die keine deutsche Abstammung haben, ist
sehr groß. Mehr junge Leute hat ein solches Dorf gar nicht, oder? Gibt es welche, die mit tanzen? Natürlich, es gibt manche Leute, die nicht mit uns tanzen. Aber ich denke, die berühmte Tanzlager und die gemeinsame Unterhaltungen, was man auf der Straße des Dorfes hören kann, deswegen kamen die Jugendlichen immer zu uns. Ja, das ist inzwischen eine große Mannschaft geworden. Mit wie vielen Generationen, wie viele Gruppen waren hier angetreten? Es gibt hier jetzt 7 Altersklasse und ich bin jetzt fast der älteste Mitglied mit meiner 24. Wir waren schon vom Estland bis Spanien, in vielen Ländern von Europa. Und wir haben dort auf viele andere Bühnen getreten. Aber ich denke, die wichtigste Ergebnisse für uns waren immer die Wettkämpfe von dem Landesrat. 2-mal Silber und 2-mal Gold waren die Ergebnisse dieser Qualifikationen. Ich bin 13 Jahre alt und ich gehe in eine deutsche Schule in Budapest. In die deutsche Schule? Ja, in die deutsche Schule. Welche Klasse? 8. Ja, die Tanzproben sind am Freitag, freitags, und darum kann ich ja nach Hause kommen. Und mein Bruder tanzt auch und ja, also. Ist der Bruder älter oder jünger? Jünger. Naja, ich bin unter Freunden, weil meine Freunde in den Tanzgruppen sind meine alten Schulkameraden. Also, ja. Man fühlt sich wohl, nicht nur beim Tanz, sondern man kann auch ein bisschen sich unterhalten, nicht? Ja. Und seit wann bist du mit? Seit 7 Jahren. Was sagen die Eltern? Dann haben sie viel zu tun, wenn beide Kinder auftreten. Ja, und ich habe auch noch eine Schwester, also eine kleinere Schwester. Und ja, meine Mutter muss beide unsere Haare machen und die Klamotten und meine Brüder. Ja, Klamotten und die ja. Die Bürger stärken und bügeln, nicht? Und alles vorbereiten. Wo warst du überall im Ausland mit der Gruppe? Nur noch in Deutschland. Tatsächlich eine Schülerin aus Saar, die bei uns zur Schule geht, die Anna Jotzina, die jetzt die 8. Klasse an der Deutschen Schule Budapest besucht. Und daraus hat sich der Kontakt ergeben. Wir haben seit vielen Jahren Schüleraustausche mit einem Gymnasium in Deutschland und mit einem Gymnasium in Frankreich. Und bei den Abschiedsfeiern dieser Schüleraustauschbesuche, da ist eben die Anna Jotzina auf die Idee gekommen, Mensch, es gibt doch die Sarah-Tanzgruppe, die könnte doch da kommen und den Abschiedsabend mitgestalten. Und das hat uns allen unglaublich gut gefallen. Und daraus hat sich dann ergeben, dass eben der Elternbeirat der deutschen Schule, also die Vertreter der Eltern, auch darauf aufmerksam geworden sind. Also die Eltern der Deutschen Schule Budapest veranstalten einmal ein Adventsbazar an der Schule und einmal ein Sommerfest. Und die sehr schöne Tradition ist, dass eben die Einnahmen aus diesen beiden großen Schulveranstaltungen zur Hälfte in der Schule bleiben und zur Hälfte eben an ein Projekt gehen,
wo sich die Eltern dafür entscheiden, dass sie das unterstützen wollen. Das war in den letzten beiden Jahren die Cemete Olopitwan, die sich um behinderte Kinder kümmert. Und eben aus diesen sehr positiven Erlebnissen mit der Sarah-Tanzgruppe hat sich ergeben, dass ein Vorschlag eben war, diese Tanzgruppe mit der Hälfte der Einnahmen aus den Schulfesten zu unterstützen. Und diese Bewerbung der Sarah-Tanzgruppe hat gewonnen im Elternbeirat, sodass wir hier also hoffen, dass wir in den nächsten Jahren viele Kooperationen und gemeinsame Unternehmungen machen können. Und wir freuen uns sehr darauf. Das ist natürlich auch immer eine wichtige Sache für uns, dass wir in der ungarn-deutschen Bevölkerungsgruppe bekannt werden, dass über uns gesprochen wird. Und natürlich könnte das auch ein Nebeneffekt sein, dass die deutsche Schule dadurch eben in Saar oder in anderen Bereichen der ungarn-deutschen Volksgruppe noch bekannter wird. Ja. Ich gehe in Saar in Schule und ich bin 12 Jahre alt und ich besuche die 6. Klasse. Die 6. Klasse hier in der Nachbarschaft, ja, in der Saarer Schule. Und wie ist es hier in Saar in der Schule? Oh, ich mag diese Schule. Ja? Eine gute Schule? Ja, seit 6 Jahren tanze ich und ich mag sehr tanzen. Die örtliche Selbstverwaltung und die deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltungen von Saar und Neudörfel betrachten die Sarah-Tanzgruppe als ihr eigenes Kind. Sie unterstützen die Gruppe auch finanziell. Der Saarer Bürgermeister Peter Moharosch, Anna M. Sobo, die Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung in Saar, und die von Neudörfel Christina Patsch gratulierten den Tänzern. Wir sind beinahe wie Geschwister, die Saarer und die Neudörfler. Und ich bin beeindruckt, immer wenn ich über die Saarer Tanzgruppe sprechen kann. Die arbeiten ganz fleißig und einmal hatte ich auch in Ulbarock etwas Berührendes erlebt. Ein kleiner Junge hat seinen Schuh verloren während des Tanzes und hat weiter getanzt. Und ich glaube, das ist das, was man gute Arbeit nennt. Diese Kinder arbeiten ganz hart, auch in dem Fall, wenn etwas passiert, wenn ein Rock herunterfällt, ein Zopf nicht am richtigen Platz ist, ja, nicht hält. Also es ist ganz rührend. Sie sind eine gute Gemeinschaft. Sie sind immer und überall zusammen. Aber Sie sind ja auch für den ungarn-deutschen Tanz gerne da. Das ist für Sie kein Zwang, sondern auch Spaß und Unterhaltung. Ja, das stimmt. Und das sieht man, wenn Sie tanzen. Aus Ulbarock, aus Neudörf, tanzen auch ganz viele Kinder mit. Das ist für uns so, als ob die Saarer Tanzgruppe auch unsere Tanzgruppe wäre. Maria Macher-Hasenfratz bedankte sich im Namen der Saarer mit einem lobenden Artikel für die Neue Zeitung. Und der Saarer Volksliederkreis sang zu Ehren der Tänzer »Schön ist die Jugend«. Im Namen des Landesrates ungarn-deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen sprach Manfred Meierhofer, ein Ehrenmitglied des Saarer Tanzensembles. Und die Gäste aus dem österreichischen Schottendorf überreichten auch einen Geschenkekorb. Und hier kommt die Geburtstagstorte.
Die Sarah Volkstanzgruppe erreichte auch im Jahre 2011 in dem Qualifikationswettbewerb des Landesrates Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen die Qualifikationsstufe Gold und trat dieses Jahr in der Landesgala am Tag der ungarndeutschen Selbstverwaltungen im Budapester Kongresszentrum auf.